Randa die Zweite, eine sehr hübsche Hündin. Randa ist mit dem lieben Bitzis in einem Auslauf. Bitzi habe ich vorher vorgestellt, das ist ein Labrador-Mischling, so würde ich mal sagen. Da ist die liebe Randa. Genau. Hündin Randa die Zweite, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Aus Färbung wie eine Dogge, schwarz, dann hier der. Die Brust weiß, ein bisschen pummelig, aber sondern sehr schön. Spitze Ohren, geht hier mit Bitzi spazieren. Hier Randa mit Bitzi, also mit anderen Hunden wenig Probleme, wie es aussieht. Beide Freunde, ja. Bewegte Bilder sind immer lieber, sieht man, kommen die mit Hunden aus, mit anderen Hunden aus, können sich anfreunden. Das sind immer ein gutes Zeichen, dass der Hund, wie hier Randa, auch als Zweithund, vielleicht zum anderen Rüden, sehr gut passen würde. Also ein hübscher Hund, schöner Hund. Die liebe Randa ist ein Mischling. Ja, was auch immer da drin ist, keine Ahnung. Die spitzen Ohren kenne ich. Meine Schwägerin hat einen Harzer Rotfuchs, wie heißt der Hund? Ja, genau, auch spitze Ohren. Sie liebe Sky. Genau. So, Hündin Randa, die zweite. Sie ist ein Mischling, ja, mittelgroß, ja, Knie hoch. Geboren ca. 2019, das heißt 4 bis 5 Jahre alt. Die Beschreibung: Randa wurde gefunden und kam am 1.9.23 zu uns ins Tierheim. Obwohl sie bei der Aufnahme sehr sauber und gepflegt war, kam niemand, um sie wieder abzuholen. Boah, werde ich nie verstehen. Mit Unfall passiert ist, so Gott weiß, was kann man verstehen, aber sonst, wie man Hund einfach nicht mehr wiederholt. Keine Ahnung, keine Ahnung. Randa ist eine wunderschöne Hündin, ja, mit einem ausgeglichenen Charakter. Das ist schon mal toll für dich, Randa. Der wird die zukünftigen herrschenden Frauchen Familie sich freuen. Genau. Sie ist bei uns sehr unglücklich, kann ich mir vorstellen. Und man merkt ihr an, dass sie ihr letztes Zuhause noch immer vermisst. Ja, warum? Vielleicht besser so, ansonsten hätten sie sich bei ihr gemeldet. Von daher, ein Hund, auch wenn er weggelaufen wäre, nächstes Tierheim anfragen oder mehrere Tierheime, dann findet man Hund immer. Also. Ich kann die Leute nicht verstehen, von daher ist es vielleicht besser für Randa so. Randa versteht sich gut mit Rüden, aber nicht mit Hündin. Ja, ist auch oft so. Wir hatten auch schon mal zwei Hündinnen, die waren nach ein paar Jahren auf einmal von heute auf morgen absolute Feindinnen. Da mussten wir sie immer trennen. Meine Frau muss im Keller wohnen, ich muss oben wohnen. Also, aber wegen Hunden. Wie gesagt, schöner Hund, verträgt sich mit Rüden sehr gut, mittlere Größe. Super Alter, 3, 4 Jahre alt, oder vielleicht 5 Jahre alt, aber eine wunderschöne Hündin. Wer also einen tollen Mischling sucht, eine Hündin, die mit Hündinnen nicht so gut verträglich ist oder gar nicht, aber mit Hunde, also mit Rüden, dann sollte sich bei hundefreundlicherleben.ev melden, URL oben rechts oder in der Beschreibung drin. Und genau, mal drüber reden. Der Hundeverein ist super, kann ich meine rechte Hand für ins Feuer legen. Für den bin ich auch schon gefahren. Und es sind tolle Hunde da unten. Es sind auch tolle Tierheime, die hier bei dem Verein sind, auf jeden Fall. Es gibt auch schlimme Tierheime natürlich, auch in Polen, genau in Rumänien, Ungarn, wo auch immer, keine Ahnung. Bulgarien, ja, kenne ich mich auch aus. Schöne Hündin. Randa, ich wünsche dir alles Gute. Es wird sich jemand für dich finden, damit du endlich nach einem Jahr da rauskommst und eine Familie findest. Ich freue mich, dich in Deutschland begrüßen zu dürfen. Bis dann, mein Schatz. Schatz, ciao.